Das Schokohörnchen sieht ein bisschen wie ein Bohrer aus, oder? Bohrer? Apropos, wisst ihr noch, wie wir mal darüber geredet haben, welche Seite vom Schokohörnchen der Kopf ist? Und dass die schmale Seite wie der Po aussieht? Genauer betrachtet sieht doch die dicke Seite viel mehr wie der Po aus. Echt jetzt? Oh, der wäre ja gigantisch. Keine schöne Vorstellung. Wenn man nur an der unteren Körperhälfte zunimmt, wird es eine echte Herausforderung, Kleider oder Röcke einzukaufen. Ja, genau. Wenn man nur die Maße der Taille berücksichtigt, passt die Hüfte nicht hinein. Und wenn es an der Hüfte passt, flattert es an der Taille. Wenn man dann also gezwungenermaßen einen Rock kauft, der an der Hüfte gut sitzt, damit er nicht runterrutscht, dreht er sich aber dauernd beim Gehen. Habe ich nicht recht? Ja, genau. Schokohörnchenkörper mit Rettungsring. Bei so viel Fett schwimmt er bestimmt immer oben. Er ist quasi unsinkbar. Genau wie die Titanic. Keine Ahnung, was daran lustig sein soll. Kagami, hast du nicht in den Ferien eine Diät gemacht, um deinen Sommerspeck loszuwerden? Ich habe zwar Gewicht verloren, aber an Taille und Hüfte hat sich bei mir nichts geändert. Das mag zwar sein, aber ich finde trotzdem, dass man das Ergebnis deutlich sehen kann. Ja? Wirklich? Ja, sogar überdeutlich. Hm? Es heißt, wenn man eine Diät macht, nimmt man immer zuerst an den Stellen ab, wo man eigentlich nicht so gerne abnehmen wollte. Das reicht, du musst es nicht auch noch aussprechen! Einmal